Hallo und wir sind zurück in Tropico. Naja, in Tropico bei auf. Ah ja, nein, wir sind ja bei Tropico. Ja, passt. Wir sind Piratenkönigin und ja, werden gerade ordentlich angestresst von den USA. Innere Sicherheit erhöhen auf 60. Das dauert eine Ewigkeit. Dosenkaffee, könnt ihr euch mal wissen was. Den USA sowieso, da interessiert mich gerade überhaupt nichts. So, baut's. Wir stellen nämlich gleich mal ein Museum für moderne Kunst auf. Beziehungsweise habe ich mir auch überlegt, ob wir vorher noch das hier reinschmuggeln sollen. Wobei 4 Rebellen ist natürlich nicht gerade wenig. Können wir es mit denen aufnehmen, ist die Frage, falls sie angreifen. Ich hoff's. So, bei der Zeitung arbeitet mal auch niemand, weil hier auch niemand in Ausbildung ist. Naja, fast niemand. Aber das hat man schon noch halbwegs hinbekommen. So, okay, dann jetzt ist das Außenministerium im Bau. Okay, dann machen wir das tatsächlich so. Museum für moderne Kunst. Werden wir mal anstarten. Da baue ich einfach hier über die Hütten drüber. Es tut mir leid. Und eventuell dann im letzten Moment pausieren. Müssen wir schauen, wie wir das machen. Weil ich möchte hier die Aufgabe mitnehmen. Man, 4 Rebellen ist viel, aber 20 Punkte Piratenerbe-Index sind natürlich auch viel. Machen Sie das deutlich. Und solange wir das hier noch unterbringen, könnte man das gut reinschummeln. Ja, wir brauchen einfach mehr Oberschüler, also Oberschülerinnen. Und wäre natürlich toll, wenn wir jetzt mit den 160 Leuten auskommen. Das würde ich auch gern probieren. Das ist nämlich ein gutes Maß. Ja, Arsenal wäre natürlich auch nicht schlecht. Was bringt uns das? Plus 15 bei den Militaristen. So, ich glaube, ich hole mir auch hier fürs Außenministerium ein paar Damen, dass die hier ein bisschen Pro-USA-Politik betreiben können. Oh, schnell auf Pause. Ha, gerade noch, bevor es fertig geworden ist. Ich möchte es natürlich noch ein bisschen rauszögern, oder? Na, ich glaube, das zögern wir nicht mehr raus. Wir nehmen jetzt das hier. Niemand legt sich mit einem bedrängten Piraten an der... Sir, die Anzahl der Rebellen, das wissen wir. Jetzt steigt es auf... Was, das steigt um 10 Punkte. Warum nicht? Piraten, wieso ist unser Index nicht gestiegen? Weder der noch der. Habe ich da was verpasst? Oder was falsch verstanden? Ah, Rebellen zerschmettern. Ich muss... Okay, ich glaube, da habe ich wirklich was falsch verstanden. Jetzt muss ich 7 Rebellen besiegen. Okay. Ja, dann machen wir das Museum für moderne Kunst fertig, vorsichtshalber. Weil dann kann ich das Arsenal auch annehmen, weil dann mache ich das. Die Armee braucht. Expedieren Sie Salz, interessiert mich eigentlich auch nicht. Das habe ich wirklich falsch verstanden. Und 7 Rebellen haben wir jetzt offensichtlich auf der Insel, oder? Kann das sein? Na, Beziehung zu den USA steigt. Ja, wir haben 7 Rebellen. Zerschmettern. Unter Rebellen zerschmettern ist da das auch dabei. Das finde ich nie. Amnestie. Sprich den Rebellen. Die Rebellen ins normale Leben zurückführen. Kein einziger Rebell wollte die Arbeit wieder aufnehmen. Schade. So. Das Museum für moderne Kunst ist fertig. Das mal wieder zurückgesetzt. Und wir sollten für ein bisschen mehr Militär sorgen. Darum bauen wir jetzt wirklich das Arsenal. Das heißt, ich nehme jetzt die Aufgabe hier schnell an. Sowas. Glatt falsch verstanden. Na ja. Kann passieren. So, gefürchtete Pirat. Bauen Sie drei Gefängnisse. Was passiert? Was bekommen wir überhaupt? Ah, setzt auch den Index zurück. Und freier Pirat wäre die Polizei abreißen. Wie schaut es überhaupt aus mit der Sicherheit? 19%. Das ist nicht gerade viel. Glückwunsch, Präsident. Die Kanonenboote legen ab, dann können wir wieder eigentlich neutrale Politik fahren und hier auf eine Stelle zurückgehen. Ja, Embargo haben wir immer noch.
7 Rebellen zerschmettern. Sowas. Jetzt haben wir zumindest einen Haufen Leute in Ausbildung hier. Dem Himmel sei Dank, Präsidente. Ich dachte schon, der Killer habe sie erwischt. So, jemand hat es auf uns abgesehen, aber das machen wir wie üblich und beruhigen die Menschen. Da gibt es keine Konsequenzen daraus. So, Radarschüsseln. Das bringt ja auch Geld in meiner Erinnerung. Die bauen wir dahin. 5 Stück sind ja leistbar. Vor allem im Moment. Ich glaube, noch unsymmetrischer kann man fast nicht bauen. So, das Arsenal steht. Das ist gut. Brauchen wir nur noch entsprechend Hochschulabgänger. Ja, Gesundheitswesen war ja auch nicht so super. Da müssen wir auch bald nachlegen. Nach dem Attentatsversuch auf unseren Regenten hat der Täter sein Bedauern zum Ausdruck gebracht. Ausländische Kräfte hätten ihn oder sie einer Gehirnwäsche unterzogen. Er oder sie hat die Insel freiwillig verlassen und jedwede Spur seiner oder ihrer Existenz verwischt. Unnötig zu erwähnen, dass der Plan scheitern musste, denn El Presidente ist unbesiegbar. So wie ich das sehe, die Schmuggler importieren momentan die Nahrung, die wir hoffentlich nicht mehr lange selber importieren müssen. Wir haben ein Problem mit dem Gehorsam, Sir. Ja, ja. Den Soldaten mangelt es an Disziplin. Ja. Generäle, für die sorge ich gerade. Ich probiere es zumindest. So, 3 Gefängnisse sind natürlich auch. Präsidente, warum müssen unsere Bürger trotz der üppigen. 3 Gefängnisse sind natürlich eine Menge zum Bauen. Captain, was. So, die Radarschüssel, da braucht es auch Hochschüler. Da arbeitet auch noch niemand. Ah, die Gehälter. Könnte man vielleicht mal erhöhen. Ja, die sind eigentlich schon relativ hoch. Also zumindest die, nicht die Gehälter sind hoch, aber die Arbeitsbedingungen sind hoch. Weiß nicht, warum hier niemand bei der Zeitung arbeiten will. Vielleicht ändert sich das bald. Hoffentlich. Na, schneller wollte ich eigentlich nur. Naja, also die Mission ist gar nicht ohne. Das ist, glaube ich, wieder so eine, wo man sich denkt, oh, läuft eh super und dann bekommt man irgendwie nichts auf die Reihe. Und ich werde am Schluss stehe ich wieder mit quasi 0 Punkten da. Aber um die Punkte geht es ja nicht, sondern mehr um die Frage, wie viel Spaß macht's. Und bis jetzt muss ich sagen, sehr. Also bereue es mal nicht, den DLC erworben zu haben. Nur die Rebellen machen mir eigentlich ein bisschen Sorgen. So, die ist hoffentlich auch gleich fertig. Naja, immerhin das Eisen scheinbar doch zu exportieren. Dann in diesem Falle würde ich meinen, sorgen wir doch für ein bisschen mehr Geld. Ich hätte echt gedacht, wir kommen nur mit Schmuggelware durch. Aber nachdem sich die momentan um die Importe kümmern, wobei das könnte man eigentlich komplett unterbinden. Captain, kennen Sie Fluch der Karibik? Ah, egal, der ist noch gar nicht draußen. Aber ich habe schon eine Überwachungskamera-Vorversion. Wissen Sie, was das Beste ist? Die Nutzer bieten den Inhalt und wir kassieren ab. Arr. Sehr schön, Luftpirat. Captain, erheben wir uns in die Lüfte. Wir sollten nicht einfach nur die Meere plündern. Wir sollten auch die Luft ausrauben. Tja, warum nicht? Also schieben wir eher auf später. Im Moment brauchen wir Hochschüler und zwar eine Menge. Da werden wir uns gleich hier den ein oder anderen bestellen, um entsprechend Leute ausbilden zu können. Naja, da müssen wir wohl oder übel. Oh, da haben wir wieder nur 5% bei den USA. Ja, okay, bei neutral, bei nur einem Angestellten. Ja, bleiben wir hier mal auf Pro USA. Die 7 Rebellen müssen wir zerschmettern. Das heißt, wir müssen eventuell gegebenenfalls dann irgendwann den Rebellenangriff provozieren.
Ja, und ich glaube, wir müssen jetzt einfach auch für Geld sorgen. Also, wie schon vorher gesagt, ich habe mich da ein bisschen verschätzt, wenn es darum geht, um die Frage, wie verdienen wir hier unser Geld. Ich würde sagen, ich kaufe zumindest mal den Bauplan für die Waffenfabrik. Was ich dann damit mache, weiß ich noch nicht, werden wir sehen. Okay, Sicherheit ist mal noch im roten Bereich, der Rest ist, hat sich ein bisschen erholt. Wobei natürlich noch nicht genug. Die Armee ist zu klein, ich weiß, da bin ich gerade dran. So, da sind ein paar in Ausbildung, das ist sehr gut. Sparen wir mal die halben Posten. So, 13.000 als Online-Werbung. Nicht schlecht. Ich bin so hin und her gerissen, ob ich jetzt mein eigenes Geld auf legale Art und Weise verdienen soll oder nicht. Exporte nach Europa, das wird eher nichts. Eine Gartenbaustation, naja, bringt irgendwie nicht viel. So, ich würde sagen, von den Farmen da trennen wir uns auch und stocken da lieber noch weiter auf. Brauchen wir mal auf jeden Fall mindestens 4, würde ich sagen. Eventuell eine Straße hin wäre auch nicht schlecht. Dann geht es ein bisschen einfacher mit abholen. So, und naja, beziehungsweise könnte man auch die eine oder andere Ranch bauen. Die Umgebung lässt halbwegs zu. So, Bedrohungsindex 38, das geht noch. Bin nur echt total irritiert, dass niemand in der Zeitung arbeiten will. Ja, die sind alle noch in Ausbildung. Vielleicht kommt es ja noch. Die Fälschungseinnahmen, die sind wieder mal gut. So, da kann man es auch noch die Upgrades leisten. Ja, ich weiß, ich bin schon dran. Bin schon dran. So, die Radarschüsseln laufen. Die Rebellen starten einen Angriff. Tja, also haben wir einen Rebellenangriff und die Armee ist leider noch zu klein, so wie es ausschaut. Dann werden wir da in der Hoffnung, dass die rechtzeitig eintreffen, ein bisschen Geld ausgeben. Greifen sie denn an, die Farm. Naja, El Presidente schreitet ja auch zur Tat. Da laufen wir, glaube ich, eh schon daher, oder? Nein, doch nicht. Schauen wir mal, wie der Kampf ausgeht. Oh, das schaut nicht so schlecht aus. Das schaut nicht so... Das könnte sich ausgehen. Sehr gut, Presidente. Super. Morenos Rebellen hatten keine Chance gegen die Piraten. Wir haben zwar die Aufgabe erledigt, aber die Rebellenbedrohung ist noch nicht ganz gebannt. Wir haben immer noch 2 Rebellen. Aber da laufen wir daher. Und wir räumen da hoffentlich auf. El Presidente verwundet. Weniger gut. Da läuft noch ein Rebell rum. Ich hoffe, da kommt unser Nachschub. Na gut, in dem Fall hat es uns unter Anführungszeichen nur die Farm gekostet. Dafür haben wir die meisten Rebellen beseitigt. Das geht ja noch. Die Bedrohungsstufe ist allerdings sehr hoch gerade. Heißt, da müssen wir bald was tun. Radio Pirat. Das nehme ich mal an. Und ich glaube, ich werde vermutlich die Polizeistation kurzfristig abreißen. Das sollte ja hier per Klick auf freier Pirat. Nicht ganz, sondern ist gerade schwierig zum Erwischen. Gefürchteter Pirat. Na, sag mal, freier Pirat? Ja, genau. Polizeiwache zerstören. Ich glaube, das mache ich. Schauen wir mal ein bisschen langsamer. Schauen wir uns das mal an. Geht sich das noch aus, dass ich schnell vorher die Radiostation baue? Den Strom hätten wir ja.
Und dann, das bringt wie viel nochmal? 5 Punkte dazu. Und da müssen wir halt noch schaffen, die Polizeiwache abzureißen. Das dürfen wir jetzt nur nicht verschlafen, das Timing. Weil das dauert auch einen Moment, bis das abgerissen ist. So, dann... gebe ich es jetzt in Abrissauftrag. Das ist fertig. Wir bekommen unsere Punkte dazu. Und jetzt sollte ich es hoffentlich gleich zurücksetzen. Wenn das abgerissen wird, bitte schnell. Kann ich hinschauen. Sind wir schon auf über 90? Kann das bitte jemand abreißen? Hallo? Oh, wir bekommen 30.000 aus dem Mittleren Osten. Ist natürlich nett, aber ich hätte lieber, dass hier irgendwann die Polizeiwache abreißt. Möglichst schnell. Ihr macht es schon sehr spannend gerade, oder? Hallo? Bitte, Polizeiwache, abreißen. Wieso macht das keiner? Okay. Es sind keine Bullen mehr an Deck. Diese blöden UN-Hunde erzittern vor allem. Es war knapp. Okay, okay. Das war ein bisschen knapp für meinen Geschmack. So. Ah, die dürfen wir also nicht, dürfen wir gar nicht mehr bauen. Das ist aber auch nichts. Das bringt uns dann 3 Gefängnisse. Glückwunsch, Präsidente. Ja gut, dann müssen wir fast eine Geheimpolizei oder sowas einrichten. Oder mit der hohen, mit der Sicherheit leben. An das habe ich natürlich jetzt nicht gedacht. Habe ich auch nicht gelesen, vermutlich. So, schauen wir mal. Berühmter Pirat. Kennen Sie den Spruch? Fernsehsender, das nehme ich mal an. Fauler Pirat. Weil es können wir, glaube ich, auch niemanden verhaften, oder? Wenn wir keine Polizisten haben. Ahoi, mein Captain. Ah, das ist super. Piraten arbeiten nicht, sie kämpfen. Da werden alle Fabriken außer die Rumdistillerie zerstört. Das ist eine gute Maßnahme, das zurückzusetzen. Dann können wir uns die Gefängnisse für den Moment sparen. Heißt, wir bauen jetzt die Fernsehstation. Das ist jetzt echt ein bisschen ärgerlich, natürlich, mit der Sicherheit. Aber ich glaube, wenn wir bei den Apartments ordentlich nachlegen und die Leute aus den Hütten rauskriegen, habe ich gute Hoffnung, dass die Sicherheit raufgeht. Dann sind wir bald 200 Leute, heißt, wir brauchen wirklich auch mehr Gesundheitsversorgung. Ja, okay, innere Sicherheit 60, ja, kannst gleich vergessen. Zigarren baue ich sowieso keine, Zigarrenfabrik. Luftpirat wenn wir auch mal ein bisschen verschieben. Ja, gefürchtet, das setzt er zurück mit den 3 Gefängnissen, das brauchen wir im Moment nicht. Und faul, ja, dann haben wir eh super viel Backups. Jetzt ist nur die Frage, können wir Leute verhaften? Ohne Polizisten, oder wie bekommen wir die Sicherheit noch vernünftig rauf? Ohne Polizisten, mit einer Geheimpolizei maximal. Naja, schauen wir mal, ob wir so durchkommen. Schauen wir mal, ob wir so durchkommen. Wie gesagt, mal dafür sorgen, dass alle irgendwo einziehen. Strommäßig sind wir auch am Anschlag. Also wir werden uns noch eine Turbine leisten. Ja, haben wir das Schlimmste überstanden eventuell? Wir werden es sehen. War ja super knapp. Mit der Polizeistation abreißen. Hätte ich vielleicht doch die Gefängnisse bauen sollen. Wäre die bessere Option gewesen. Ich habe echt nicht... Soll ich voll überlesen, dass ich die Polizeiwache nicht mehr bauen darf. Ärgerlich.
Wachposten. Da ist man es auch vorsichtshalber bald mal. Eben jetzt mal alle aus den Hütten rausbekommen. Ich glaube, das hilft schon sehr viel. Schaut's aus mit 4 offene Arbeitsplätze. Ja, das geht. 19 Obdachlose haben wir noch. Okay, das heißt, das sollte sich hoffentlich ausgehen mit den Apartments. Gut. Naja, und so wie es ausschaut, das Eisen exportieren wir trotzdem. Okay, Fernsehsender. Wie viele Punkte bringt er jetzt? 20. Dann sind wir auf 70, okay. Fischexport. Nehmen wir nicht vor. So, da läuft's überall. 32 Mais importiert, okay. Naja. Ja, ich weiß, dass die Fernsehstation funktioniert. Ich kann gerade nicht. Noch ein Tag im Leben eines Piraten fängt in 15 Minuten an. Glückwunsch, die UN hat unseren Piratenbedrohungsindex neu bewertet. Ja, ist bekannt. So, haben wir irgendwas dazu bekommen? Nuklearer Pirat. Präsident, sehen Sie. Natürlich. Heutzutage muss jeder ernstzunehmende Pirat nuklear bewaffnet sein. Die ultimative Abwehr gegen die UN-Invasion. Das nehmen wir natürlich an. Die 30 Punkte fehlen uns ja noch. Jetzt ist die Frage, wie üblich, ist das die letzte Aufgabe oder nicht? Wir werden sehen. Auf jeden Fall bauen wir jetzt mal ein Atomkraftwerk. Das muss ja in die Nähe vom Strand, in meiner Erinnerung zumindest. Präsidente, anscheinend hat unser Gericht... Ja, bekommen ein kostenloses Sägewerk, brauchen wir jetzt eher nicht mehr. Die Baupläne für unser neues, ehrgeiziges Projekt... Ja, ja, das wird schon noch. Ja gut, so wie ich das jetzt sehe, wenn das jetzt der Schluss war, wir haben noch... quasi zwei kostenlose Möglichkeiten. Ah, Moment, zwei nicht. Eine kostenlose Möglichkeit, mit fauler Pirat das zurückzusetzen, weil Fabriken haben wir ja keine gebaut. Und zwei weitere Gefängnisse hätten wir auch halbwegs flott aufgestellt. Und das bringt wie viele Punkte? 15 für den Bedrohungsindex. Naja, schauen wir mal. Im Idealfall geht es sich schön aus. Mit dieser Folge, dass wir fertig machen und sonst kommt noch was und wir spielen weiter. Bin gespannt. So. Lass sehen. Na, muss man das auch in Betrieb nehmen? Kann das sein? Ah! Präsident, sehen Sie. Achso, nein, doch. Heutzutage muss jeder ernstzunehmende Pirat nuklear bewaffnet. Na, kein Nuklearprogramm, bauen Sie ein Atomkraftwerk. Okay. Ah, ja, vielleicht hätte ich kein Kohlekraftwerk bauen sollen, sondern wirklich ein Atomkraftwerk. Dann hätte es eventuell sogar funktioniert. Es schaut schon sehr ähnlich aus. Okay. Bin gespannt, wie viele da gerufen und geschrien haben bei der Aufnahme. Sicher genug. So, ja gut, aber ändert jetzt nicht viel, außer dass ich es nochmal um eine Minute oder zwei rauszögert. Und mir ein bisschen die Umwelt verschmutzen. Naja, hätte mich eigentlich wundern sollen, weil es muss ja wirklich direkt an den Strand. Aber es hat schon gewisse Ähnlichkeit. Das mit den Kühltürmen darf man mir jetzt nicht übel nehmen, weil die Stammzuschauer wissen ja, ich baue normalerweise auch keine Atomkraftwerke, sondern setze ja als netter Diktator
total auf grüne Windkraftenergie. Sofern die als grün bezeichnbar ist, aber zumindest auf meiner Insel im Vergleich zu Kohle und Atom würde ich fast sagen, ja. So, dann lassen wir die Folge noch weiterlaufen. Auch wenn es Zeit wäre, einfach um zu wissen, war es das jetzt oder nicht. Und falls nicht, dann können wir eh den Schnitt machen und dann geht es in der nächsten weiter. Sonst gibt es das Fazit. Nuklearer Pirat. Ich habe von Huf einen Brief über unsere nuklearen Fähigkeiten geschickt. Heute beherrschen wir das Atom, morgen plündern wir den UN-Sicherheitsrat. Ah ja, geht Spitze schon noch. Einen Moment. Ist wohl höchste Zeit für frohes Zapfen. Sie sind jetzt offiziell Teil des Weltkulturerbes. Brunhilde von Huf kann Tropico nichts mehr anhaben. Zumindest bis sie einen Grund findet, der besser ist als der Piratenbedrohungsindex. Und sie bekommen noch ein Tsunami geschenkt. Sowas. Interessanter Abschluss. Die beste Welle meines Lebens, Präsidente. Tja. Bin ich sicher. Ah, okay. Geht doch noch weiter. Sehr schön. Hätte mich schon gewundert, wenn es das war. Ich kenne Ihre Pläne, Präsidente. Sie werden scheitern. Sie haben meine kleine Invasion vielleicht abgewehrt, aber sagen Sie, was tun Sie, wenn diese 100 armen Kriminellen an Ihrer Küste auftauchen, Sie von somalischen Piraten gefangen genommen werden, die von somalischen Piraten gefangen genommen wurden. In diesem Fall habe ich vielleicht keine andere Wahl, als die USA und UdSSR bitten, Ihre kleine Insel in die Vorzeit zu bomben. 100 Kriminelle kommen mit dem nächsten Frachter. Gut, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Ich wünsche alles Liebe, alles Gute. Tschüss, ciao, vielen Dank und baba.